这样这样坐一步，微乎拉指，动了这个机会就是此时，就是此刻，大家抓住这个机会。教练 ，Stop， 靠你了 ，AI。Last speaker， wait， what did you say？ 坚持以后，最快的速度，你的血，快系好你的鞋带。I don't know what you said. I didn't translate that. Yeah， 他有 shoes， 他有 shoes。Moin Freunde, was geht? Willkommen hier bei NBA 2K19. Wir können jetzt mal den Start unserer Karriere spielen. Ich glaube, es sind 3 oder 4 Matches, die wir zocken können. Alles das jetzt schon eine Woche vorab. Also eine geile Sache, das war auch schon letztes Jahr so. Einziges Problem bei 2K ist immer, dass die alles, was so Audio, Musik und so, da sperren die. Das heißt, wir können nichts davon hochladen. Das habe ich jetzt so gelöst, dass ich mein Mikrofon an die Surround-Anlage gesetzt habe und jetzt eben doch ein bisschen Sound habe. Nicht die beste Qualität, aber sei es drum, Freunde. Yeah. Nur für euch. Gratio, viel Spaß dabei. Los geht's hier. Hey, Doug. I've been assigned to work with you here. Und wir sind auch hier in China. Man sieht, man hört. Okay, ich dachte vielleicht, wir würden jetzt irgendwie in Amerika anfangen. Auf jeden Fall können wir jetzt mal unser Gesicht ja auswählen. Ja, Gesicht können wir auch noch scannen. Ja, ich glaube, das tue ich denn nächstes Mal, wenn das Spiel denn nächste Woche raus ist. Dann werde ich mein Gesicht scannen. Ansonsten suche ich mir jetzt hier mal irgendwie, naja. So, vielleicht noch ein bisschen, ja, die Haare irgendwie würde ich jetzt noch ändern wollen. Genau. Ja. Nee, das geht. So. Genau, ein bisschen dunkler. Ich habe zwar braune Haare, aber so hell sind sie nicht, deswegen, das passt schon. Aber wie gesagt, in einer Woche werden wir dann einen Gesichtsscan tun und dann haben wir eben mein Gesicht im Spiel. Hier vielleicht noch ein bisschen die Länge ändern, genau. So, dann wird hier noch, genau, einfach alles rasiert. Ich finde das sowieso am besten. Ja, Nacken und so. Sei es drum. Komm, weiter geht's hier. I think we've got it. Let's move on quickly. How was your ride here? It was great, thank you. Okay, great. Do you need anything? Are you thirsty, hungry? I'm all good. Just, you know, excited to get started. Great. Stand here, please, right over here. We're going to get a list of your vitals. So. Ja, jetzt stay können right wir here. Den Vornamen, Nachnamen auswählen, die Universität, an der wir waren, Trikotnummer und natürlich Links- oder Rechtshänder sind. So, Jimmy, ganz klar. Auch unten wird der Name auch hier im Spiel erwähnt. Und mein Nachname mache ich auch hier, mein bürgerlicher Nachname. Also, der ist Ortega. Genau. Denn ich finde es einfach so geil, wenn die denn in der Halle meinen Namen rufen. So, Jimmy Ortega. Ja, das klingt einfach so geil, Freunde, wenn man dann so einen Dreier trifft oder so. Echt hammermäßig. So, jetzt suche ich mir irgendwie was Deutsches hier aus. Irgendwie eine Stadt. Vielleicht München. Das war letztes Jahr da, glaube ich. Montana, nee, da wollen wir nicht hin. Vielleicht suchen wir jetzt mal Deutschland. Letztes Mal war das bei G angesetzt. Ganz komisch, Freunde. Ich glaube, da war es wieder. G. Oder war doch Deutschland? Genauso ist es auch.
Was geht, Freunde? So, Trikot Nummer 86, bitte. Genau. Und Rechtshänder. So ist es. Weiter, bitte. Perfect, let's keep moving. Okay, that one's so fast. What's next? He will be logging your position. Right der Einser ist okay. Der erste Spieler, der den Ball bei einem Ballbesitz berührt. Fastball, Kalfgurt und so weiter und so fort. Ja, ich möchte mir einen Small Forward hier. Small Forward hier. Just a few more to go. We'll try to do this as quickly as we can. Okay, so what are we looking for here? Can you please let us know what your game is like? So, jetzt müssen wir nur mal schauen, was wir denn hier auswählen. Denn da gibt es so viele Möglichkeiten. Man sieht es ja unten, da gibt es die violetten, die also die Gold, Silber oder die Bronze-Plaketten. Und natürlich sind die lila Plaketten die besten. Aber was soll ich sagen, Freunde? Hier wäre so Wurfkreierung, 3-Punkte-Würfe. Ja, klingt gut, aber ich. Ja, Dunks, das sieht doch ein bisschen schwach aus hier. Ich würde trotzdem gerne auch zum Korb ziehen. Mal schauen hier. 3-Punkte-Wurf. Ja, Dank, das geht ja gar nicht, Freunde. So, ich spule jetzt ein bisschen weiter und dann, wenn ich mich festgelegt habe, dann zeige ich euch das. So, Wurfkreierung und Zug zum Korb und Abschluss. Also da habe ich fast alles in der Mitte später. Korbleger, Dunks, Midrange bin ich auch gut unterwegs. Dreier kann ich auch shooten. Und man sieht zwei Plaketten, die violett werden, also episch. Und dann eben noch 7 aus Gold, 9 aus Silber und 8 Bronzeplaketten, die wir da freischalten können. Und ich finde, das ist doch gut, denn da haben wir jetzt 26 Plaketten, die wir freischalten können. Und das sind schon eine recht gute Menge, glaube ich. Und man sieht es ja auch, wenn später alles voll ist, bin ich echt gefährlich. Natürlich fehlt da ein bisschen bei Rebounding, Blocks und Steals, aber okay, exactly ansonsten bin ich echt almost stark unterwegs, wie ich finde. So, weiter geht's. Okay. Größe. Ja, Größe, da muss man immer aufpassen. Wenn man sich jetzt zu groß macht, dann wird man langsamer. Wenn man sich jetzt zu klein tut, dann wird man zu schwach in den Blocks und so weiter und so fort. Jetzt fühle ich mich mal ein bisschen größer. Man sieht es dank aus dem Stand natürlich besser. Ausblocken, offensiv, defensiv, Rebound. Stärke und Blocken werde ich besser. Jetzt mache ich mich noch ein bisschen... Na. Ja, wenn ich jetzt normal bleibe, dann bleibt alles normal, ganz klar. Hier haben wir Kevin Durant Größe. Das könnte man so lassen, wie ich finde. Ja, come on, der. Ich glaube, das lassen wir auch so, Freunde. Alles andere macht keinen Spaß. Denn wir haben da Dank aus dem Stand bekommen, da echt viel. Und bei den anderen wird nicht also so viel abgezogen. Okay. Da gewinnen wir mehr, als wir verlieren. No, man, I'm all good. So, was kommt jetzt? Gewicht. Okay. Yeah, I think so. Next station is ja, auch da, da spielt die Stärke eine Rolle. Wenn man sich da ein bisschen dicker macht, dann hat man natürlich mehr Stärke. Kann den Gegner besser ausblocken und so weiter und so fort. So, ja. Vielleicht so mittig oder ein bisschen mehr sogar. Genauso ein bisschen Ben Simmons mäßig. Jo, ich glaube, so lasse ich es auch. Sind wir gut unterwegs. Haben da auch noch ein bisschen dazu bekommen, glaube ich. Aber minimal. Okay, jetzt kommt sure die thing. Spannweite der Arme. Just, also here? Der Arme. Yes. Arms up, please. Genau. Auch das ist wichtig, man sieht es ja da. Wenn ich sie zu lang mache, dann werden wir schlechter in den Reiher. Ich mache sie vielleicht ein bisschen kürzer. So ist es. Freier Dreier, Ballkontrolle besser. Ja, da sind wir gut. So, was kommt jetzt noch? Okay, we have what we need. Simple, right? Yeah. You follow me, the team is waiting. Okay. Haben wir alles, yes. So, jetzt kann es losgehen hier. Und ich bin echt gespannt, was uns alles hier so erwartet in der Karriere. Natürlich wird jetzt nicht gerade in dieser Demo alles verraten und so, aber schon, wir werden natürlich hier den einen oder anderen Kandidaten schon kennenlernen. To those here in the audience and those watching at
enough. Thank you for joining us. Let's get to it. With the 12th pick in the NBA draft, the Los Angeles Lakers select Corey Harris. Ja, der wurde einfach nicht gedraftet, Freunde. Was geht? Ja, der 60. ist auch der letzte Draft-Pick. Oh, schade. Ja, deswegen spielt der auch in China. Ja, los geht's jetzt mit Prelude. Ich freue mich, Freunde. Ich bin mal gespannt, ob wir hier ein bisschen zocken können. Ob das nicht alles hier nur Story ist und so. Da bin ich echt gespannt drauf. Oh, wir sind schon in einem Spiel, noch 4,2 Sekunden Zeit. Ich glaube, wir liegen einen Punkt hinten. Was geht? Was zählt denn? Was sagt er? Der sieht mir ein bisschen unsicher aus. Okay, komm schon. Da bin ich aber jetzt gespannt, ob wir das hinbekommen in 4,2 Sekunden. Okay, los geht's hier. Nice. Oh, das wird... Komm schon. From downtown, so ist es hier, verdammt. So einfach ist es. Ja, cool, Freunde. War's das jetzt schon? Ja, klar, also, ja, los geht's hier. Der Weg zurück. So eine richtige Story dahinter. Jimmy Ortega as... Okay, du hast heute... Ja, wir haben 4 Sekunden gespielt, oder was? Yeah, you really pushed the tempo. I pushed the tempo. In transition, you pushed the tempo in transition. Coach tell you to say that to me? Well, I just heard him say it to the papers. I'm working, man. That should have been my shot. We won the game. How do you think I play? Good play. Good. Well, thank you, bleib locker, mein Freund. I'll be out in a minute. See? Wasn't that hard, you know? Just quick, to the point. I think you're improving. Yo, Freunde, nächstes Spiel, gewinne das Spiel gegen die Jets, zeige, was du wert bist, halte den fliegenden Drachen unter 20 Punkten. Wunderbar. Ja, dann tun wir das alles im nächsten Part von NBA 2K19.
der Auftakt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr möchtet, dass ich hier eben weitermache, dann könnt ihr mir das zeigen mit einem Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken. Bis dann. Peace.